Und willkommen zurück zu A Vampire Story auf dem PC. Wir müssen mal schauen, was wir jetzt hier machen müssen. Denn wir haben Paddel, aber kein Boot. Hier ist nur Wasser. Was außer Booten kann noch schwimmen? Sonst noch, meine ich natürlich. Scheiße, schwimmt immer oben, klar. Aber wir nehmen diesmal einen Sarg. Das dürfte doch funktionieren. Hol mal deinen Sarg aus der Gruft, Mona. Hol deinen Sarg aus der Gruft. Einfach mal angehoben. Warum auch nicht? So schwer scheint er nicht zu sein. Dürfte gehen. Nicht so hübsch wie ein Boot, aber wenigstens schwimmt er. Schnapp dir die Paddel, Mona. Auf zur Jungfernfahrt der HMS Seidenschläfer. HMS? Na gut. Ihr habt es geschafft. Das Spiel ist vorbei. Wir sind weg vom Schloss. Oh, doch nicht. Das Seeungeheuer. Nein. Inki, aus dem Weg. Er wird uns vernichten. Quatsch. Können wir hier irgendwo lang? Das wird nichts bringen. Tut mir leid. Reden ist also auch nicht drin. Shroudys Seeungeheuer Inki. Das arme Ding ist so blöd, dass es selbst nach Shroudys Tod noch dessen Befehle ausführt. Wir müssen Inki mit irgendetwas vertreiben. Ergreifen. Körperliche Gewalt ist nie die Antwort. Aber klar doch. Besonders wenn pazifistische, warmduschende Baumliebhaber fragen, was man nie anwenden sollte, um seine Probleme zu lösen. Dann ist Gewalt ganz bestimmt die Antwort. Okay. Merkt euch das. Der Parfümzerstäuber ist ja leer. Aber wir könnten nachfüllen. Jetzt ist die Flasche noch immer nicht leer, okay. Na, da. Ich weiß, ich werde ihm das hier in die Augen sprühen. Das wird ihn vorübergehend blenden. Los, Mona, gib's ihm! Nicht die feine Art, aber gut. Sprühen. Weiter, Mona, er hängt schon in den Seilen! Immer fester drauf. Mona, 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 Mona. Er ist zu schnell. Ich kann ihn einfach nicht treffen. Er bewegt sich jetzt viel zu schnell. Richtig. Wie könnte man ihn stoppen? Was haben wir denn so? Das Buch? Nee. Ein Buntstift. Keine gute Kombination mit einem lila Malstift. Eher ein weißer? Ja. Nimm Froderick. Hier kommt da eine Idee, Froderick. Lass dich doch von Inki verschlucken, damit er wahnsinnige Bauchschmerzen bekommt. Dann sinkt er auf den Seeboden und ich komme heil ans andere Ufer. Und wie komme ich da wieder raus, Fräulein? Wie wohl? Außer auf dem natürlichen Weg? Oh, stimmt ja. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Ach komm schon, Froderick. Tu es für Frankreich. Lass mich in Ruhe. Wir schlitzen ihn auf. Mit dem stumpfen Buttermesser bekomme ich das nicht auf. Dann ja, verfüttern wir einfach das Trockeneis. Das müsste ja funktionieren. La 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 la. Wir holen uns das Trockeneis. La 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 la. Wir könnten ihm auch paddeln. Paddel, paddel, paddel. Und das erstaunt mich jetzt aber doch sehr, dass Mona das Trockeneis einfach so anfassen kann. Nun ja. Gut. Ja, gut. Muss jetzt wieder hier... Zum Ungeheuer hinfliegen? Sehe ich lebensmüde aus? Lebensmüde wie in muss jetzt extra wieder nicht mehr am Leben zu sein, ist anstrengend? Naja. Dann wollen wir halt mal wieder dahin latschen. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Flupp. Und wieder hier hinab. Na komm, Mona.
So ein bisschen schneller kannst du das schon machen. So. FDJ. Das ist unlogisch. Eigentlich ist Trockeneis so kalt, dass es wiederum brennt. War Trockeneis angefasst? Das tut nicht gut. Kein bisschen. Hier, Inky. Yay, er geht unter. Er geht unter. Ich hab's geschafft, Frederik. Nachdem er das Eis verschluckt hatte, ist er langsamer geworden. Juhu. Welch große Freude für alle. Wunderschöne Freude für alle. Wir haben das Spiel geschafft. Müssen wir dieses ganze Zeug wirklich mitschleppen? Natürlich, du Idiot. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Ich bin ein Experte, was Vampire angeht. Und eins weiß ich ganz genau. Untote tauchen nicht einfach so aus dem Nichts auf und sagen Hallo. Hallo da drüben. Kennen Sie eine geeignete Anlegestelle für unsere unser Ausflugsbötchen? Ich weiß nicht. Versuchen Sie es einfach weiter da hinten. Oh, okay. Dankeschön. Sehr freundlich, Vampirjäger. Ja, was auch immer. Was sagte ich gerade? Dass Untote nicht einfach so auftauchen? Genau. Sie lieben ihre Höhlen über alles und geben sie nie freiwillig auf. Eines weiß ich ganz genau, diese Brut des Barons, diese Mona, wird uns in ihrer Höhle erwarten, wild entschlossen, ihre Gruft mit all der untoten Energie zu verteidigen, die sie besitzt. Sie würde niemals dieses Schloss freiwillig verlassen. Na gut, wenn du das glaubst. Wir haben es geschafft, Frederik. Wer hätte gedacht, dass es so scheiße mühselig ist, einen lausigen See zu überqueren? Tja, auf nach Paris. Warte. Wie willst du denn da hinkommen? Etwa zu Fuß? Ich dachte mit dem Zug. Mit dem Zug? Ich bitte dich, wann hast du verdammt nochmal das letzte Mal einen Zug durch Transsylvanien rauschen sehen? Und selbst wenn wir einen bekennen, könnten wir noch Max leiden. Der Zug müsste ganz schön schnell fahren, um vor Sonnenuntergang die nächste Nacht. Wieso kommst du nicht zu mir? Hörst du mich nicht? Zwing mich nicht, bis drei zu zählen. Eins. Zweieinhalb. Drei! Ja, Meisterin. Berücksichtigen wir den CW ich komme und zu Ihnen. Wir müssen selbstverständlich auch zusätzlich die Höhle. Endlich. Mona! Wach auf! Mona! Hallo! Komm herein, Mona. Kind. Hier drinnen ist es warm und sicher. Ich habe dich erwartet. Ja, Meisterin. Madame Steiger? Ich verstehe. Du willst dir die Karten legen lassen. Gute Idee. Und versuch in Erfahrung zu bringen, was in der nächsten Folge der Fledermaus-Cops passiert. Genau. Das tun wir. Ah, guten Abend, meine liebste Mona de Lafitte. Endlich lernen wir uns kennen. Komm herein und nimm Platz. Ich habe übrigens hier auch die Stimmen. Bitte entschuldigen und Sie die Umgebungsgeräusche etwas runtergedreht. Ich hatte nur das seltsame Wer es noch nicht gemerkt hat. Unbedingt zu Ihnen die Musik auch, müssen. Weil die oft sehr laut ist. Vor allem in den Zwischensequenzen. Du wirst noch merken, dass ich diese Wirkung auf die Leute habe. Ach, bin ich unhöflich. Aber hör doch mal dieser ich alten Dame zu. Ich weiß doch alles über dich, aber du kennst mich gar nicht. Verzeih mir. Ich bin die große Madame Strigoi. Strigoi. Kennerin aller Dinge, die besser unbekannt blieben. Warum haben Sie mich hierher gerufen? Ja, eure Notlage warum? Ist mir bekannt. Und ich weiß, wie ihr euch am besten auf eure Heimreise vorbereiten könnt. Lass hören. Sie wissen, wie ich zurück nach Paris komme? Also, hör gut zu. Denn ich werde es nur genauso oft erklären, wie du mich fragst. Als erstes brauchst du einen Sarg zum Schlafen. Hast du ihn mit? Nein. Und was meinen Sie mit Sarg? Ich dachte, Shroudy sei einfach nur merkwürdig, weil er mich im Sarg schlafen ließ, statt in dem schönen Bett in meinem Boudoir. Außerdem würde keine Opernsängerin von Format in einem Sarg schlafen. Das ist doch einfach absurd. Aber sowas von absurd. Diese Opernsängerin wird es wohl oder übel tun müssen. Wach endlich auf, Mädchen. Du brauchst einen Sarg, in dem du jeden Tag schlafen kannst, sonst wirst du sterben. Kapische? Naja, ich glaube schon. Aber das behagt mir überhaupt nicht. Das Vampir-Dasein ist nicht zum Behagen da. Hör zu, Kind. Im Leben passieren manchmal Dinge, die einem nicht gefallen. Aber wir müssen damit zurechtkommen und weitermachen, so gut es geht. Außerdem kann das Leben
Nachleben als Vampir durchaus erfüllend und ebenso schön sein wie das echte Leben. Glaub mir, Kind, ich weiß, wovon ich rede. Und du bist stark, das habe ich gesehen. Du wir sollten ihr glauben. Und das denke ich mal. Dich auf dem ganzen Weg. Also, wo ist dein Sarg? Am Seeufer, wo wir ihn zurückgelassen haben. Oh, weh. Dann solltest du ihn schnell holen. Wachtmeister Otto war vor ein paar Minuten auf Nachtstreife hier. Er murmelte etwas von einem Schrei und zwei Fremden, die sich in der Gegend herumtreiben sollen. Okay. Eilt euch und holt den Sarg, aber subito. Ja, subito.